Die Drohne lässt uns nicht so recht los. Dass man mit ihr recht schnell in Schutzrechte anderer eingreifen kann, hatten wir in unserem letzten Video besprochen. Wo Drohnen überall fliegen dürfen, was es dafür zu beachten gibt und welche Voraussetzungen sowohl die Technik als auch der Pilot erfüllen müssen, das erklären wir jetzt im Video. Hallo, ich bin Lars Ullmann, Rechtsanwalt und Partner der Zwickauer Fachanwaltskanzlei EMC. Und wenn euch Themen rund um Rechte und Gesetze interessieren, dann lasst unbedingt ein Abo für meinen Kanal da. Drohnen sind aus dem Leben schon nicht mehr hinwegzudenken. Ob im privaten Bereich oder auch bei den professionellen Filmemachern. Drohnen sind unerlässlich, wenn man sich die Welt und das Leben von oben anschauen möchte. Doch ist das Ganze nicht ganz ungefährlich, denn eine Drohne bewegt sich im Luftraum. Sie kann schnell eine Gefahr für andere Objekte im Luftraum darstellen, sie wird ferngesteuert und kann bei Fehlbedienung oder auch bei Fehleinschätzung Schäden verursachen, Menschen verletzen oder ähnliches. Eine Haftpflichtversicherung ist für die Drohne deshalb unerlässlich. Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Drohne nur als Hobby oder beruflich geflogen wird. In speziellen Fällen deckt die private Haftpflicht die Drohne mit ab, das ist aber eher selten der Fall. Im Zweifel sollte man bei seiner Versicherung nachfragen und gegebenenfalls eine eigene Drohnenhaftpflicht dazu buchen. Für 10 bis 30 Euro jährlich findet man da im Internet gute Angebote. Außerdem müssen sich alle Drohnenpiloten, also auch die Hobbypiloten, die Drohnen mit einem Gewicht von unter 250 Gramm fliegen, online registrieren. Dadurch erhält man eine E-ID, die dann an die Drohne angebracht werden muss. Hierbei empfiehlt sich ein Metallplättchen mit entsprechender Gravur. Da das Kennzeichen feuerfest sein muss, darf es eben kein Aufkleber aus Papier sein. In der EU-Drohnenverordnung ist auch ein gesetzliches Mindestalter für den Piloten von 16 Jahren angegeben. Das darf nur unterschritten werden, wenn ein berechtigter Pilot, also eine erwachsene Person, anwesend ist. Wie und wie hoch geflogen werden darf, hängt mit dem Führerschein und der Klassifizierung der Drohne zusammen. Das würde allerdings den Rahmen dieses Videos sprengen. Generell darf eine Drohne aber nicht höher als 120 Meter fliegen und nur in Sichtweite. Da sich der Drohnenpilot aber meist auf das Bild konzentriert, empfiehlt sich ein sogenannter Spotter. Das ist eine Person, die neben dem Piloten sitzt oder steht und die Drohne für ihn im Auge behält und ihn notfalls warnen kann. Es gibt unzählige nationale Bestimmungen, wo ihr genau fliegen dürft. Um es dem Drohnenpiloten einfacher zu machen, gibt es Apps wie beispielsweise Drohnik. Diese zeigen euch die Voraussetzungen und Bestimmungen am jeweiligen Gebiet. Ein Drohnenführerschein ist für alle Piloten, die Drohnen mit einem Gewicht von mehr als 250 Gramm fliegen wollen, verpflichtend. Hier wird zwischen A1, A3 und A2 unterschieden. Der Hauptunterschied liegt darin, dass A1, A3 mindestens 150 Meter Abstand zu Menschen halten muss und A2 hingegen nur 30 Meter. A1, A3 ist aber zwingend eine Voraussetzung für den Führerschein A2. Fazit: Wenn ihr wirklich eine Drohne fliegen wollt, müsst ihr wesentlich mehr beachten als nur das reine Fliegen. Ohne Führerschein ist das nur bis zu einem Gewicht von 250 Gramm möglich. Es gibt im Gegensatz zu vor 10 Jahren sehr viel mehr Gesetze. Wenn ihr euren A1, A3 Führerschein macht, werdet ihr aber alle Details erfahren. Um euren Geldbeutel zu schonen, solltet ihr eine Drohnenhaftpflichtversicherung abschließen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Um keine neuen Videos mehr zu verpassen, abonniert unbedingt meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Mehr spannende Videos zu Rechtsthemen findet ihr hier. Bleibt rechtssicher und gesund. Bis zum nächsten Video dann. Tschüss, bis bald.